Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Doors mit einer Treppe hier im Blickfeld. Ja, wir machen weiter hier in unserer kleinen Anlage, wenn ich mal den richtigen Modus wieder zurücksetze. Und zwar habe ich hier nach der letzten Folge dann doch noch rausgefunden, wie das Ganze hier funktioniert, wenn man das Layout hier unten drunter richtig setzt und entsprechend richtige Einstellungen vornimmt. Dann kann man hier auch das richtige Layout sehen und diese Caps müssen weg und dann rote Blöcke dahin. Habe ich jetzt aber erstmal gelassen, weil wir weiterhin hier Eisengolem spawnen und die Energie dementsprechend etwas sparsamer ausnutzen, wenn wir auf Stufe 1 bleiben, solange wir nicht mehr brauchen. Wenn wir allerdings so viel Eisen haben, werden wir auch eine Menge Stahl bekommen wollen. Und um den Stahl bekommen zu können, müssen wir, hallo, müssen wir hier diesen Blast Furnace ein wenig upgraden. Denn ihr habt schon gesehen, dass der verhältnismäßig langsam arbeitet. Und da wir im Moment noch, weil ja die Query irgendwie nicht geladen zu werden scheint, müssen wir immer akut herstellen, wenn wir denn gerade Ressourcen haben. Wir können also nicht irgendwie groß was auf Vorrat da reinschmeißen, weil wir es einfach im Moment gerade nicht haben, was zum jetzigen Zeitpunkt relativ kacke ist. Aber es ist ja die Tür geöffnet worden am Samstag und ich bin optimistisch, dass dann einiges nochmal besser funktioniert, weil auch einige Bugfixes eben dadurch behoben wurden. Wir haben auf jeden Fall diesen Blast Furnace hier, den wir verbessern möchten. Und zwar wie folgt. Da gibt es nämlich von Immersive Engineering, da muss ich natürlich mal gucken, wie heißen die denn? Blast Bricks, da sind sie. Reinforced Blast Bricks. Und zwar sind es einfach Blast Bricks mit einer Steel Plate drauf. Und jetzt gucken wir mal hier nach Add im, können wir so nicht. Engineers Manual. Dann gucken wir mal in das Engineers Manual und gucken mal bei Heavy Machinery und gucken mal bei Improved Blast Furnace. So, dann gucken wir mal in den Aufbau. Der ist nämlich verhältnismäßig einfach. Einfach 3x3x3 und dann oben ein Hopper drauf. Das sollten wir mal gerade noch so eben hinkriegen. Dann werden wir das auch tun und wir brauchen eben diese Blast Furnace Stahlplates dafür. Da gucken wir hier nach den Stahlplates. Die kriegen wir natürlich mit unserem Engineers Hammer hin. Und dafür brauchen wir dann 27? Ich glaube 27, ne? Okay, und dann gehen wir mal schnell her und machen Folgendes. Reißen das mal hier spontan ein. Müssen wir uns natürlich einen anderen Platz überlegen für unsere... Ich bin schon wieder in der falschen Maschine gelandet, einen anderen Platz überlegen für unsere Solarpanels. Aber das dann zum anderen Zeitpunkt. So. Und so müssten wir dann auskommen mit 27. Und wenn wir den jetzt mal hier hinstellen, zack, 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 zack. Wobei, nee, den stellen wir mal am besten nach unten in die Nähe von der Stromversorgung, denn wir bauen auch noch die External Heater dafür, nur dann ist er auch wirklich schneller. Vorerst würd ich fast sagen, bauen wir den hier hin. Und dann kann man anschließend immer noch versetzen. Ich möchte ja eben jetzt doch noch nicht mit dem Haus anfangen, solange ich hier vorproduziere. Ihr seht es daran, dass immer noch kein Inhalt von Tür 2 online ist. Daran merkt ihr, dass ich noch vorproduziere. Wir suchen mal nach einer. Was braucht das eigentlich? Fangen wir mal damit an. Eisenplatten. Stack ist nicht verkehrt. Meinetwegen auch 48. Dann kann man die hier bauen. Dafür brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich hätte vielleicht mal drauf achten sollen. Obwohl, ich habe mich auch verzählt. Dann macht das gar nichts. Den External Heater, dafür brauchen wir die. Das können wir eventuell auch noch bauen.
Dafür brauchen wir wieder die Coppercoils, die wir letztes Mal so großherzig rausgehauen haben. Dafür brauchen wir die Drähte. Das heißt, wir müssen wieder von den Basics aus anfangen. Zack, zack, zack. Dann machen wir doch glatt mal das. Hammer. Haben wir keinen Ingenieurshammer mehr? Dann müssen wir halt eben einen Hammer bauen. Wir haben echt gar nichts mehr. Und das ist natürlich ärgerlich. Zack, zack. Hammer. Einen davon bauen. Dann Kupferplatt hauen. Dann Kupfer schneiden. Fuck, jetzt habe ich auf das falsche Knöpfchen gedrückt. Kupfer platt hauen. Gucken mal gerade. Kupfer haben wir noch ein wenig. Machen wir 20 hier weg. So, und dann gehen wir. Wenn wir uns nicht andauernd verklicken würden, einmal hierher das zu schneiden. Ruhig dann davon auch alle. Und dann kriegen wir die Coils schon mal hin. Das können wir auch Fullstack-mäßig machen. Und dann bauen wir aber vorsichtshalber mal nur zwei von diesen hier. Eins, zwei. Und dann könnten wir diese schon bauen. Eins, zwei. Und dann haben wir es auch nicht mehr weit, diese External Heater zu bauen. Die setzen wir mal gerade da unten dran. Was ich aber eigentlich hätte bauen sollen, wäre eventuell mal ein. Wäre eventuell ein Hopper gewesen. Denn den brauchen wir schließlich auch noch. Chest, wir haben keine Chest, aber wir haben Wood und dann können wir mal das hier klären und ruhig vier Chests auf einmal bauen. Und dann, ja, ungefähr so wollte ich es. Nein, ungefähr so wollte ich es nämlich nicht. Iron. Und mit diesem Eisen hier einen wunderbaren Hopper basteln. Einer reicht mir. Vielen Dank. Jetzt ist Eisen hier hingefallen. Aber nur ein Stack. Wir haben es ja inzwischen. Inzwischen haben wir es wirklich. Den mittig oben drauf. Und dann müssten wir, wenn wir den Engineer's Hammer jetzt auch im Inventar haben, haben wir sogar perfekt. Dann können wir den Improved Blast Furnace bauen, was mich besonders freut. Jetzt gehen wir noch her und machen ein bisschen Verkabelung an der Stelle. Zack, zack, zack. Vielleicht müssen wir auch hier die Verkabelung ein bisschen umstrukturieren, indem wir hier nämlich den mal auf die Seite legen. Dann könnte es sein, dass das hier durch den Weg geht, ist aber halb so wild eigentlich. Zack, und dann von dir aus hier rüber und dann haben wir die Versorgung wieder stehen und dann können wir nämlich hier unten freiräumen und da eventuell noch eine Kiste dahinter stellen, um dann Schlacke abzupumpen. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, sind zwei Konnektoren und ein Relay. Relays haben wir nicht mehr, aber Connector doch sicher. Konnektoren haben wir. Zwei Stück und damit lassen sich dann auch die Relays noch bauen. So, hier und da. Copper, das kann ich inzwischen auswendig, das Rezept, glaube ich. Ja, Tatsache. Ist nicht das Schwerste hier in diesem Modpack. Und wenn wir jetzt hier hinter ein Relay auch vielleicht diesen Punkt setzen, können wir da die Energieversorgung dran setzen. Und dann bauen wir uns mal kurz eine Treppe hier. Kommen wir da hinten dran? Jawohl. So, so und so und so. Und dann haben wir die Preheater nämlich mit Strom versorgt und können dann jetzt hergehen und das hier rein tun. Und dann brauchen wir noch
entweder Charcoal oder Coal Coke. Und jetzt haben wir natürlich weder noch. Das Ganze muss jetzt natürlich noch durchbraten. Ich werde das dann offscreen gleich noch umfüllen, wenn sobald wir genug Coal Coke da haben. Haben wir irgendwas an Kohle noch da? Eine einzige. Ja gut, da kommen wir nicht weit mit. Machen wir mal hier unsere Grid Power Solarpanel wieder drauf, auch wenn es gerade Nacht ist. Das wird ja wohl hoffentlich nicht immer so bleiben. Dann können wir die Nacht nutzen, um unser Bett neu zu setzen und den Spawnpunkt zu resetten. Hallo, Bett? Habe ich das Bett jetzt weggeschmissen? Kannst du mal bitte gehen hier? Ich habe mein Bett weggeschmissen. So, das Bett schmeißen wir mal einmal hier hin, bis wir hier ankommen mit den Wasserrädern. Vergeht eh noch ein bisschen Zeit und wahrscheinlich haben wir bis dahin dann einen Dieselgenerator oder ähnliches. So in die Richtung möchte ich nämlich gehen. Alles klar. Auf Kohle müssen wir warten, beziehungsweise müssen schauen, ob wir noch welche gefunden haben mit unserer Quarry. Und solange das nicht der Fall ist, mache ich mal Folgendes. Denn ich habe gelesen und ich habe es auch mehrfach gesehen bei anderen Leuten, jetzt nicht in diesem Projekt, sondern woanders, dass es tatsächlich trotzdem in der 1.10 funktioniert. Und ich war einfach nur zu blöd, ein drittes Wasserrad an den Kinetic Dynamo zu setzen. Und das ist jetzt der Punkt, den ich hier gerne ausprobieren würde. Wir füllen das mal genauso an wie auf der nebenliegenden Seite. So, und dann kann man hier schon mal ein bisschen was rausstibitzen. Soweit, ja, das war nicht sonderlich klug, denn ich brauche ja noch einen Ausstieg. So, dann gehen wir hierher und machen den da voll. War das klug? Ich glaube nicht. Das war ganz und gar nicht klug. Die müssen nämlich so gefüllt werden. Und das fließt dann in die Richtung. Und dafür muss dann ein Block Wasser noch dorthin. So. Jetzt müssen wir erstmal wieder Wasser holen. Es ist wirklich nervig, diese Sachen zu setzen, aber wir kriegen das schon hin. Es muss ein Wasser. Mal schauen, wo muss er denn hin? Der Block. Da, wo jetzt Cobblestone ist. So. Dorthin. Jetzt habe ich zwei von dreien gesetzt. Müsste ja dann funktionieren. So. Und jetzt müssen wir noch schauen, der ist gesetzt. Wo habe ich denn hier meine Notiz vom letzten Mal? Die wäre doch ganz praktisch an der Stelle. Einmal drauf schauen. Genau, da oben müssten dann zwei weg sein und dann müsste da ein Block hin. Einmal reinschwimmen. Ja, genau, hier müsste der dann sitzen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir dann die Einstellung fertig. Wir müssen natürlich hier so ein bisschen zubauen. Natürlich wird es auch wieder stockdunkel, weil wir alle Fackeln wegschwemmen. Wo sind jetzt die Fackeln? Da sind Fackeln. Wir müssen die vielleicht uns mal angewöhnen, in diesen Bereichen an die Wand zu setzen. Denn hier wird es sicherlich noch den einen oder anderen Wasserunfall mehr geben. Nehme ich mal einfach stark an. Das schließen wir jetzt mal so. Hier unten ebenfalls. Und dann baue ich mich da an der Stelle nochmal hoch. Schließen das da oben. Wenn wir genug Material dafür haben. 1, 2, 3.
Und dann einmal schauen, hier ist alles frei. Dann müssten wir, wenn wir diese hier weggesetzt haben, diesen, dann müssten wir an die Stelle das Wasserrad setzen können. Probieren wir es aus. Und jetzt sehe ich natürlich gerade die Narbe nicht, die müsste hier sein. Ja. Und da sitzt es auch schon dran, gar kein Problem. Ich weiß nicht, was letztes Mal das Problem war. Wahrscheinlich die geclaimten Chunks da hinten. Wir werden das ganze System dann vermutlich so umbauen, dass wir hier drei Wasserräder auf einem Dynamo haben. Aber so ist es erstmal schon mal schön. Das Rad läuft. Das Rad produziert Strom. Wir haben Strom in unserer Falle. Und hier haben wir die Pfütze wieder zugebaut. Alles klar. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wir schauen natürlich einmal kurz hier in den Energieinput. Vielleicht kann man ja inzwischen sehen, dass sich was anstaut. Aber nein, das kann man nicht. Nun ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Dann gehen wir ein bisschen Richtung Tür 2 Content. Und dann freue ich mich einfach drauf, wenn ihr wieder dabei seid. Freue mich auch diesmal, dass ihr dabei wart. Ich sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei den anderen Kandidaten in diesem Projekt vorbei. Alles in der Videobeschreibung verlinkt, auch wenn ihr selber spielen wollt, etc. und so weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.